Hallo bei Phil's Philosophy, weshalb wir aus Phänomenwissen philosophische Erkenntnisse gewinnen können. Das ist der zweite Film bei der kleinen Serie über das Nichtpropositionale. Wir beginnen mit einer Wiederholung aus der ersten Folge. Hier habe ich die beiden Erkenntnisarten und Wissensarten einander gegenübergestellt. Links die propositionale Erkenntnis, rechts die Nichtpropositionale. Und heute geht es nur. Ich habe hier links ausgegraut und geht nur um die nichtpropositionale Erkenntnis. Und innerhalb dieser vier Beispiele geht es nur um das Beispiel Phänomenwissen. Das war erklärt worden am, wie ist es, den Duft einer Rose tatsächlich selbst zu riechen. Darum geht es heute, um dieses Phänomenwissen. Und in einem ersten Schritt, es gibt insgesamt zwei mit ein paar Unterschritten, wird die Frage gestellt, was ist eigentlich Phänomenwissen? Es sind drei Aspekte. Das ist Wissen, wie es sich anfühlt, in einem bestimmten mentalen Zustand zu sein, zum Beispiel einen Duft empfinden. Zweitens dann, dieses Wissen ist anschaulich und nicht begrifflich. Es ist reicher und voller als begriffliches Wissen und es kann nicht ohne Verlust übertragen werden in Aussagen vom Typ, es ist der Fall das P. Das heißt, Phänomenwissen ist nicht reduzierbar auf propositionales Wissen. Und ganz wichtig auch, es ist ein Wissen in der Perspektive der ersten Person Singular, also ich, ein ganz auf das Ich abgestimmtes Wissen. Jetzt möchte ich diesen ersten Punkt, Wissen, wie es sich anfühlt, in einem bestimmten mentalen Zustand zu sein, erläutern. Beispiele sind Schmerzen haben, traurig sein, Hunger haben, aber natürlich auch sowas wie schwanger sein oder auch blind sein. Das kann man tatsächlich nur durch Phänomenwissen bestimmen. Ja, das kann man nicht einfach von außen beschreiben. Im Fall etwa der Farbe Rot besteht phänomenales Wissen oder Phänomenwissen in dem Wissen, wie es ist, eine Rotwahrnehmung zu haben. Ein solches Wissen wie ist spezifisch mehr als das Wissen, dass etwas rot ist. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz. Ein Farbenblinder kann letzteres Wissen, nämlich dass etwas rot ist, erwerben. Ersteres Wissen, aber wie es sich anfühlt, kann er nicht erwerben. Ein interessanter Sonderfall. Man weiß, dass etwas der Fall ist, sein ganzes Leben lang, hat es aber noch nicht erlebt. Erst wenn man es dann erlebt hat, weiß man es auch wirklich. Das heißt, Beispiel, das Leben ist ein Geschenk. Was diese Aussage bedeutet, weiß man erst wirklich, wenn man zum Beispiel mit einer schweren Krankheit kämpft, deren Ausgang ungewiss ist. Der zweite Aspekt, das Wissen ist anschaulich, nicht begrifflich, reicher, voller als propositionales Wissen und kann nicht reduziert werden auf dieses. Die anschauliche Fülle, sagt Gabriel, der Gegenstandserkenntnis ist sozusagen komplexer oder reicher als alles, was ich begrifflich über den Gegenstand auszusagen vermag. Zum Ausdruck kommt diese Differenz in Bekenntnissen wie ich kann es dir nicht wirklich beschreiben, du musst es einfach selbst sehen. Also hier ist etwas von außen sozusagen in Aussagesätzen nicht voll abbildbar. Der Umstand, dass wir Farbnuancen unterscheiden können, also kleinste Kleinigkeiten von Rotschattierungen, für die wir möglicherweise keine Ausdrücke zur Verfügung haben, besagt, dass unsere Anschauung reicher ist als unsere Sprache und unsere Begriffe. Also wenn wir sozusagen rot, dunkelrot, dann vielleicht violett oder so. Und das Auge kann noch viel, viel mehr unterscheiden, aber die Begriffe reichen nicht aus. Das ist ein gutes Beispiel dafür, dass unsere nichtpropositionale Wissen, dass das reicher und differenzierter ist als das Begriffliche. Und jetzt zur Perspektive der ersten Person, dass etwas mich betrifft. Mentale Zustände sind Zustände für mich. So kann ich wissen, wie es ist, in einem mentalen Zustand zu sein, eben dadurch und nur dadurch, dass ich in diesem Zustand bin, ohne ihn unter einen Begriff zu bringen oder in eine propositionale Form. Wie es ist, schwanger zu sein, eine multiple Persönlichkeit zu haben, blind zu sein, das kann man nur am eigenen Leibe erfahren. Oder wie ist es, Philipp Thomas zu sein? Wie ist es, die Person XY zu sein? Das ist die Ebene des Individuums. Die wird gleich im nächsten Abschnitt 2.1 dann behandelt. Wie ist es genau, marginalisiert zu sein, einer marginalisierten Gruppe anzugehören, wenn die eigenen Erfahrungen nicht
zählen, wenn wir zum Beispiel aus der Unterschicht stammen, wenn wir Flüchtlinge sind, das ist die Ebene der Gruppe, das Phänomenwissen einer Gruppe. Das wird gleich in 2.2 behandelt. Und schließlich, wie fühlt es sich an, überhaupt als Mensch und nicht als Tier oder als Engel oder als KI zu existieren, mit Angst vor dem Tod, mit Sehnsucht nach Glück und mit der Aufgabe, Verantwortung zu übernehmen. Nun kommen wir zu Schritt 2. Weshalb ist Phänomenwissen für die Philosophie überhaupt wichtig? Da gibt es diese drei Ebenen, Ebene des Individuums. Da nenne ich die antike Philosophie als Lebenspraxis und die moderne Existenzphilosophie. Die Ebene der Gruppe haben wir eben schon, die Erweiterung des philosophischen Diskurses durch Gender, Race und Class, wenn es um marginalisierte Gruppen geht. Und dann die Ebene des Menschseins überhaupt. Da nenne ich die Ethik des Moral Sense, die Mitleidsethik und auch die Transzendentalanthropologie. Zunächst also zur Ebene des Individuums. In der Antike gibt es die Philosophie der Lebenspraxis. Philosophie, sagt Pierre Hadot, erstreckt sich hier nicht nur auf das Wissen, sondern auf die eigene Person und das Dasein. Sie ist ein Fortschreiten, das unser Sein wachsen lässt und uns besser macht und das Wesen desjenigen verwandelt, der sie, also die Philosophie, vollzieht. Philosophieren verändert mich selbst und da geht es um den Bereich des Phänomenwissens. Und in der modernen Existenzphilosophie, wir sind in unserer Existenz geworfen, wer bin ich, fragen wir, wer soll ich sein, was ist der Sinn, für was bin ich verantwortlich. Das ist in mehreren Folgen von Fils Philosophy, Folge 44, 46 behandelt worden, das ist die Entdeckung des Selbst bei Kierkegaard, dann 48 Geworfenheit, Jemeinigkeit, Faktizität bei Heidegger und 50 Existenz bei Sartre. Da geht es um das Phänomenwissen, wie ist es eigentlich als ein Mensch zu existieren, der ein eigenes individuelles Leben zu führen hat. Also Philosophie hat es in Antike und Moderne auch mit dem eigenen Existieren zu tun. Verantwortung, Entscheidung, Lebenssinn, Wahrhaftigkeit. Das Phänomenwissen, wie es ist, ein eigenes Leben zu führen, ist hier unverzichtbarer Ausgangspunkt von Philosophie. Jetzt zur Ebene der Gruppe und zum ersten Beispiel Gender, ein Romanausschnitt von Simone de Beauvoir. Madame Galard hatte vor, Malou, also eine junge Tochter des Hauses, zu verheiraten und um die Besuche mehr oder weniger unbekannter junger Männer zu tarnen, die sie also vorführen will, öffnete sie das Haus großzügig der anständigen Jugend aus der näheren Umgebung, so werden Feste da gefeiert. Simone de Beauvoir beschreibt in einem Roman, wie eine großbürgerliche Familie vor ca. 100 Jahren ihre Tochter zur Heirat anbietet und durch die Blicke der Heiratskandidaten, das sind die männlichen Subjekte, die Tochter nur aufgrund ihres Geschlechts zum Objekt wird. Die weibliche Schriftstellerin hat das Phänomen Wissen, wie es sich anfühlt, Objekt zu sein für den Blick von Männern. Das ist ein unverzichtbares Wissen hier. Daraus ergeben sich philosophische Fragen, zum Beispiel nach der gleichberechtigten Teilhabe am philosophischen Diskurs. Das ist ja ein großes Thema für Simone de Beauvoir. Wie wird aus dem weiblichen Objekt ein weibliches Subjekt? Hier sehen wir, Phänomenwissen ist zentral. Das Beispiel Race von Fanon in der Eisenbahn, schreibt er als Schwarzer in Frankreich, überließ man mir nicht einen, sondern 2-3 Plätze. Ich nahm Platz ein, also ich setzte mich hin, ich ging auf den anderen zu, begrüßte ihn vielleicht und der andere verflüchtigte sich feindselig, aber nicht greifbar, durchsichtig, abwesend, der Ekel. Ich war verantwortlich für meinen Körper plötzlich, durch die Blicke der anderen, auch verantwortlich für meine Rasse, meine Vorfahren. Ich maß mich mit objektivem Blick, entdeckte meine Schwärze, mein Schwarzsein, meine ethnischen Merkmale. Der schwarze Arzt und Intellektuelle, Fanon, hat das Phänomenwissen, wie es sich anfühlt, Objekt zu sein für den Blick von Weißen. Dieser Blick schreibt Fanon Identität zu, also er wird zudem gemacht, was er sich dann fühlen wird. Und das ist etwas, was ihn diskriminiert. Daraus ergeben sich auch philosophische Fragen, zum Beispiel, wer bestimmt über meine Identität? Was ist Normalität? Weiß, schwarz. Nicht nur im Alltag, sondern auch, wer darf am philosophischen Diskurs teilnehmen? Und wie gelingt Anerkennung statt Diskriminierung? Also auch hier ist das Phänomenwissen absolut zentral für Philosophie. Und schließlich das Beispiel Class, der
Soziologe und Philosoph Didier Iribon kommt aus der Arbeiterschicht. Er beschreibt seine Zeit auf dem Gymnasium. Die Anpassung schreibt er an die Kultur der Schule und des Lernens erwies sich für mich als ein langer und chaotischer Prozess. Es war eine regelrechte Askese für mich, eine Selbst- oder besser gesagt Umerziehung. Also er musste sich selbst umerziehen. Eine Erziehung, die sich auch dadurch vollzog, dass ich das verlernte, was ich ursprünglich gewesen war. Also er musste sich aufgeben, um ein anderer zu werden in diesem Bildungssystem. All das veränderte meine gesamte Persönlichkeit und meinen Habitus von Grund auf. Und ich entfernte mich immer weiter von jenem familiären Milieu aus der Arbeiterschicht, in das ich doch jeden Abend zurückkehrte. Eribon hat das Phänomen wissen, wie es ist, zerrissen zu sein zwischen zwei Klassen. Daraus ergeben sich philosophische Fragen, wie zum Beispiel, wie gelingt Bildungsgerechtigkeit? Jetzt zur dritten Ebene, nach dem Individuum und nach der Gruppe, das Menschsein überhaupt, Ethik des Moral Sense zum Beispiel, Mitleidsethik. Das Du, die Perspektive der zweiten Person, kann paradoxerweise nur in der Perspektive der ersten Person, also ich, erschlossen werden. Also was es heißt, für das Du zu existieren, das kann ich nicht von außen wissen, sondern nur als jemand, der weiß, wie es ist, eine in der ersten Person Perspektive zu existieren. Weil wir dafür erfahren haben müssen, wie es ist, als etwas ganz Eigenes zu existieren. Das nennt man auch Erkennen durch Teilnehmen. Und dieses Teilnehmen ist etwas nicht Propositionales, weil es nicht um Aussagesätze geht. Hinzu kommt, jedes menschliche Existieren ist stets sprachlich, kommunikativ, sozial, leiblich, räumlich und so weiter. Das ist das Thema der Transzendentalanthropologie. Und das ist eigentlich eine Anthropologie in Perspektive der ersten Person. Wie fühlt es sich an, Mensch zu sein? Ja, ich muss immer irgendwie kommunikativ, irgendwie immer leiblich, zeitlich, ja, immer sterblich und so weiter. Das ist also eine Perspektive von innen. Um Empathie, Moral, also Moral Sense, das Du zu kultivieren, also die Einfühlungsmöglichkeiten, ist das Phänomenwissen zentral, wie es ist, in der Perspektive der ersten Person zu existieren, also ich. Und das heißt eben, leiblich zu sein, vulnerabel zu sein, ein Leben zu leben und so weiter. Daraus ergeben sich wieder philosophische Fragen. Zum Beispiel können wir über diese Strukturen des Menschseins Menschen aus anderen Epochen und Kulturen verstehen, weil wir uns ja verbinden mit ihnen durch dieses transzendentalanthropologische Setting. Und das ist in Folgen 39, 41, 43 auch ausführlich behandelt worden. Hier noch einmal die Literatur, die ich verwendet habe, falls ihr das nachlesen wollt. Und damit kommen wir zur Take-Home-Message. Die Frage ist, weshalb ist Phänomenwissen scheinbar unwichtig für Philosophie, ist auch marginalisiert, aber eigentlich sehr wichtig. Scheinbar unwichtig ist, wie es ist, einen Rosenduft zu spüren, Angst oder Sehnsucht zu haben. Phänomenwissen ist ja stets subjektiv. Ja, Duft ist sowas Subjektives und scheint irgendwie noch kein richtiges Denken zu sein. Das ist, in der letzten Folge hatte ich das die Hierarchisierung genannt. Es fängt an beim Subjektiven und dann soll es eben zum Objektiven kommen. Aber eigentlich ist dieses Wissen sehr wichtig für Philosophie, das Phänomenwissen, wie es ist, als Mensch bewusst zu existieren, verantwortlich für Sinnverlangen und so weiter, ist zentral für antike philosophische Lebenspraxis und für moderne Existenzphilosophie. Das Phänomenwissen, wie es ist, als marginalisierte Gruppe zu existieren, ist zentral für die Philosophie von Gender, Race und Class und damit für den Fortschritt des Vernunftdiskurses, also um zu wissen, was alles vernünftig diskutiert werden soll, einbezogen werden soll, und dadurch verändert sich auch der Vernunftbegriff. Und das Phänomenwissen, wie es ist, als Mensch, als ein Ich zu existieren, ist zentral für so etwas wie Empathie, Moral Sense, Mitleidsethik und die Frage nach interkulturellem Verstehen. Das war der zweite Teil des über Nicht-Propositionales. Bis zum nächsten Mal bei Phil's Philosophy.